Willkommen zur 83. Ausgabe von Radio Sales Weekly am 20. Mai 2022. Heute wieder mit Alexander Zeitlack, Dozent an der FH Nürnberg, Andreas Sprenghardt, Geschäftsleitung Antenne Kaiserslautern und meine Wenigkeit Helmut Poppe zuvor bei IPA und bei Studio Gong. Themen des heutigen Treffens sind Brüderschaft, Schwesternschaft, Radio. Liegt es an den sozialen Medien, gerade bei Facebook, LinkedIn und WhatsApp, laufen viele Gespräche zwischen Radioleuten. Sowas schafft Kontakte und Verbundenheit. Klar, dass Leute aus der zahlenmäßig eher kleinen Branche, nämlich der Radio und auch erst recht aus der Medienvertreterbranche, aber als Medienschaffende dort besonders gerne miteinander kommunizieren. Ist halt medienaffin. Früher war es besser und direkter, Fragezeichen. Da gab es diese Verbundenheit, aber auch, damals war Radio neu und progressiv und privat und überhaupt, ist sie nun oberflächlicher oder passiert da tatsächlich etwas? Wie lauten nun die Gründe für das Bestehen einer starken Radio-Community? Wem hilft das? Wie oder überhaupt? Unser zweites Thema wird heute sein Malmö und die wieder stark angestiegene Anzahl von Präsenzveranstaltungen. Brauchen wir das wirklich? Drittes Thema TikTok. Gerade auf dem Radio, dem Europe Radio Day in Malmö, wurde die Frage gestellt, ganz offenherzig und direkt, TikTok, was macht ihr denn da in eurem Sender? Und da hat ein Christian Frederiksen gesagt, nichts. Nichts. Fand ich ganz bemerkenswert. Ja, das sind die Themen. Kommen wir also zu dem Themenbereich Brüderschaft, Schwesterschaft. Was meinst du dazu, Andreas? Also ich habe Kontakte in die Branche, hauptsächlich mit Ex-Kollegen, ehemaligen Kollegen, die bei uns waren, die jetzt vielleicht bei anderen Sendern sind. Da haben wir schon öfter mal einen Austausch, wo wir uns auch gegenseitig vielleicht mal nach Rat fragen und so weiter oder neue Ideen dann auch aufgreifen. Das ist so mein Draht in die Gesamtbranche rein. Es ist weniger so, dass ich jetzt mit Fremden, also mir Fremden, Radioleuten da Kontakt aufnehme. Ja, also ich sag mal so, das kostet ja auch Zeit, ne? Ja. Und wir Vertriebsleute müssen die Zeit da eher in den Umsatz stecken. Ja, verständlich, ja. Das ist ein Begleiterelement, das ich auch gemerkt habe. Und wenn ich mir schaue, was da so auf LinkedIn oder auf Facebook oder auf virtuellen Kongressen an Austausch passiert, finde ich das ausgesprochen bemerkenswert. Siehst du das auch so, Alexander? Ja, ich bin natürlich da ein bisschen subjektiv, weil ich die letzten 30 Jahre ja immer mit Radioleuten Kontakt gesucht habe, also aktiv. Aber nachdem du die Frage, das Thema aufgemacht hast, dachte ich mir, das ist eine super Fragestellung und es lohnt sich darüber mehr nachzudenken. Im Grunde genommen komme ich da auf so zwei, drei Beobachtungen. Wir haben de facto 1985 mit dem Start des Privatfunks eine völlig neue Branchenidentität entwickelt. Es gab ja dieses Vokabular nicht. Niemand wusste, was ein Format ist, was Musikgenres für die Musikstile bedeuten. Ein Einbandstudio, Selbstmoderation, was Jingle-Pakete sind, Donuts, Drop-Ins, also diese ganzen Fachbegriffe. Die haben uns eine komplett neue Sprache gegeben. Die TV-Kollegen haben immer nur kopiert. Da war der Markt ja schon entwickelt. Die haben keine neue Identität aufgebaut. Wir haben in so einer Blase uns selbst an den Haaren aus dem Sumpf gezogen, gebootet sozusagen. Das ist so eine Beobachtung. Also wir haben in Deutschland eine eigene Tradition geschaffen, die auch in Österreich und in der Schweiz stattgefunden hat. Dänemark, Frankreich, England waren früher dran, haben sich anders entwickelt, waren stärker amerikanisch organisiert. Da ist es möglicherweise ein bisschen schwächer ausgeprägt. Das ist so die eine Beobachtung. Und dann ist es, das andere ist, wir haben keinen Ausbildungsberuf, es gibt keinen Lehrberuf dazu, es gibt kaum Akademiker in der Anfangszeit in der Branche. Das hat sich in den letzten 10 Jahren stark geändert. Und die dritte Beobachtung ist, wir leben tatsächlich im Verkauf von unserer Sprache auch.
Also ich habe das immer wieder erlebt, als Deutscher in Österreich kannst du keinen Kunden besuchen. Das würde nicht akzeptiert werden. Ich habe viele Kollegen, die aus Norddeutschland in Baden-Württemberg versucht haben, Fuß zu fassen, hat auch nicht funktioniert. Das heißt, wir verkaufen im Kontakt mit dem Kunden unsere Sprache. Die TV-Kollegen verkaufen nur die Preise. Preis und Rabatt. Das ist deren universelle Language. Die im Radio haben, die bringen auch noch eine lokale Identität mit. Und das gibt ein eigenes Zugehörigkeitsgefühl zu einem Business. Wir gehören in diese Branche rein. Das sind so Dinge, die ich da beobachtet habe und die ganz spannend sind. Super. Wenn ich das jetzt subsumiere, Andreas sagt mir, wenn ich wieder mal was vergessen habe, drei Dinge sich zu merken, ist ein bisschen viel, ist eine Herausforderung, echt eine Challenge. Also Sprache, Regionalität, Sprache und Radio ist ja Sprache. Der erste Punkt ist damals neues Medium und Innovation. Und das zweite war Ausbildung. Liege ich damit richtig, Alexander? Gut. Richtig. Ich hätte noch einen eine Rosine obendrauf. Im Grunde genommen ist das, was die Radioleute ja zusammenschweißt, auch dieser Begriff, you have a radio face. Also man hat einfach ein Gesicht, das nicht gut genug fürs Fernsehen ist. Ja, also aus dieser Art von Isolation durch eine Außenzuschreibung. Und daraus resultiert für mich so eine Schlussfolgerung. Wir wissen, dass wir den schwierigeren Job haben. Eine nicht anfassbare, nicht sehbare Dienstleistung, eine Audiodienstleistung zu verkaufen, ist viel, viel schwieriger. Die TV-Kollegen, die werden Stars. Wir dagegen sind die Helden. Andreas, wir machen uns jetzt ein Badge, da steht drauf, wir sind nicht die Stars, wir sind die Helden. Audiohelden, die Audiohelden, das ist ja ganz cool, ja? Kann man Mützen machen. Audiohelden. Wo du gerade sprichst, lieber Andreas. Also ich habe wieder mit meinem typischen Blick links des Rheins nach Frankreich gesehen, dass es da jetzt auch eine Paris Radio Show gibt. Gleichzeitig machen da die unabhängigen Radios irgendwo in Südspanien, aber auch eine Kiste. Gute Abstimmung, würde ich sagen. Dann ist da noch Malmö. Und dann haben wir jetzt hier bei der AD oder wo auch immer dann noch Wirkungskongresse und gerade im Radio Advertising Summit. Das wird ganz schön viel. Wie siehst du das? Mach dir was auf regionaler Ebene und gleich ein Tipp. Jetzt muss ich noch einen reinschieben. Ich war am Montag auf einer Messe hier in Frankfurt. Digital Change Conference hieß das Ding. Und die haben dort in einer App alles abgebildet, was man auf einer Messe braucht. Bis zum Chat mit irgendwelchen Ausstellern und Conferenciers. Begründung dafür. So könnt ihr Papier sparen, kostet alles Geld. Zweite Geschichte für Radiosender oder Medien, man kann dann auch Medienpartnerschaften machen. Außer, dass man dort mit den Unternehmen dort redet und da versucht zu akquirieren, auch gleichzeitig zu sagen, hey, von den Konferenzen können wir da einen Moderator hinstellen und gleich Branding betreiben für unseren Radiosender. Zurück zu meiner ursprünglichen Frage, Andreas. Wird das alles ein bisschen viel oder hast du es lieber hybrid und machst du es gerne aus Kaiserslautern? Meinst du jetzt die Veranstaltungen, wo sich Radioleute treffen oder auch Veranstaltungen, die wir quasi besuchen außerhalb der Branche? Insgesamt vielleicht. Ja, also grundsätzlich bin ich ein sehr großer Fan von Veranstaltungen, wo Menschen zusammenkommen. Ja. Das bringt immer wieder neue Inspirationen, neue Ideen. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ich bin auch froh, dass das jetzt wieder in eine gewisse Richtung geht. Ansonsten ist es so, wenn wir auf Veranstaltungen natürlich auch mit unserem Radiosender sind und wie du schon eben gesagt hast, ja, wenn unser Moderator da auf der Bühne steht, dann steigt natürlich die Wertschätzung und die Qualität wie man so einen Radiosender sieht, im Publikum enorm. Und man hat es dann einfach ein bisschen leichter, dementsprechend auch die Kontakte zu bekommen. Ne? Also weil die Leute kommen in der Regel dann einfach auf uns zu und sagen, ah ja, ne, ihr macht ja Radio, ich höre es ja so immer und keine Ahnung. Und die Fragen kommen dann, wie könnte man das machen und das machen. Meistens kommen ja Fragen zur Musik, aber letztendlich kommt man dann guten Kontakt. Aber grundsätzlich sage ich, bin ich eher auch ein Freund davon, branchenfremd auf Veranstaltungen zu gehen. Jetzt mal abgesehen von Veranstaltungen, die wir begleiten als Moderatoren, sondern ich gehe auf Veranstaltungen zum Beispiel für Leute, wie macht man Social Media?
Ja, also da kriegt man oftmals Ideen, die man umsetzen kann in seinem Sender, die man so in der Branche, in branchenähnlichen Veranstaltungen nicht bekommt, weil das ist ja alles nochmal durchgekaut, was schon da war. So, und ich glaube, wenn man ganz andere Branchen geht, auf Veranstaltungen, ist das auch ein Riesenmehrwert für kreative Leute, die Radio gestalten. Richtig. Interdisziplinarität ist das Thema dabei. Und zu dem Thema Social Media oder andere Entwicklung haben wir das ja gleich als drittes Thema, nämlich TikTok. Aber jetzt zu Alexander. Alexander, wie viele Veranstaltungen verträgt ein Mensch in der Woche? Das ist eine gute Frage. Ich würde das so rangehen, dass ich sage, ich würde priorisieren top-down. Dass du sagst, was sind denn die wichtigsten Events im Radio? Es ist tatsächlich so, du musst auf die Medientage München, da triffst du die Branchenkollegen und hast sehr viel von dem politischen Umfeld und grundsätzliche Studien, Marktforschung. McKinsey präsentiert dort, die Landesmedienanstalten und so. Und dann ist als zweites sind dann deine Media und Marketing, sagen W&V, Greet Night oder bestimmte Marketing-Events, die du im Regionalen hast. Ich hatte die Frage immer, wenn meine Mitarbeiter auf Veranstaltungen wollten, wer genehmigt wie viel? Und ich habe das auf 5 Events pro Jahr limitiert, pro Person. Ja. Und die konnten sie sich selbst unterschiedlich raussuchen. Und dann treibt die Neugierde und die Recherche, auf was fokussiere ich mich, bringt dann da gutes Ergebnis raus. Das ist so die meine Erfahrung. Wenn du dann das Event nutzt, dann gibt es 2 Dimensionen aus meiner Sicht. Die Lernkurve am Anfang, da ist für dich alles neu. Jeder Vortrag ist gut. Du musst dich reinarbeiten. Bist du in der Lernkurve oben angelangt und hast schon einen großen Überblick, so wie wir mit unserer Erfahrung jetzt, dann musst du, wie der Andreas sagt, da musst du in Gegenden gehen, wo du dich nicht auskennst. Dann musst du auf TV-Messen gehen. Du musst auf die Online-Messen gehen. Kenne deine Feinde besser als deine Freunde, ist dann die Devise. Weil es gibt nie, man hat nie fertig gelernt, es gibt immer was Neues. Und für jeden von uns 5 Events pro Jahr sollte jeder auf seiner Agenda haben. Ich habe eigentlich eher 3 pro Woche. Da ist der Geburtstag von der Tante noch mitgerechnet. Nein. So richtig mit hinfahren und dort Mittagessen. TikTok. Macht ihr das, Andreas, bei euch? TikTok ist. Keine Kaisers, lauter. TikTok ist, wir sind noch nicht auf TikTok, wir wollen aber drauf. Ich weiß, dass, wie du vorhin schon erwähnt hast, dass da einige sagen, nee, wir machen da gar nichts. Und immer wenn die Branche sagt, wir machen da gar nichts, macht es bei mir Klick und dann sage ich, Dankeschön, wir müssen da sofort drauf. Mhm. Wir haben, also ich nutze selbst, meine am meisten genutzte Plattform ist TikTok. Ja, genau. Ich nutze die selbst am meisten, weil das der beste Algorithmus momentan ist, auf mich zugeschnittene Themen. Ja, wenn ich jetzt das TikTok von jemand anders aufmache, der kriegt ganz andere Beiträge angezeigt. Also das ist sensationell gerade. Und ich glaube, wir müssen da ganz schnell drauf. Wir entwickeln da gerade im Hintergrund für uns die passende Strategie, wie wir da drauf gehen, mit welchen Inhalten. Aber wir müssen unbedingt auf TikTok. Eine abschließende Frage an Alexander. Alexander, was meinst du, kann es Radio überhaupt gelingen, schaffen, ein eigenes TikTok auf die Beine zu stellen? Also von allen Radiosendern und zu sagen, wir brauchen diesen Ami-Krams nicht oder China-Zeugs, ja, wo immer das auch herkommt. Tja, das ist eine spannende Frage. Also wir haben so eine Art von Fan- und Community-Building ja über unsere Comedy-Serien-Produktionen. Also diese Weekly- oder Daily-Hörspielproduktionen ist ja das, was TikTok in schlechter Form nachahmt. Also Radio hat ja im Grunde genommen schon das Urformat. Jetzt sind die Nutzungsgewohnheiten viel schneller geworden. Wie kann ich also quasi ein Hörspielformat ohne Bildunterstützung fürs Ohr gemacht in einem 15-Sekunden-Format im Radio machen? Das ist die eigentliche Challenge.
Dazu brauchen wir neue Texte, neue Formate und Ideen. Und wenn jemand da vorlegt, dann kann man das auch weiter ausrollen und könnte da andere Sender zusammenbringen. Heißt dann Programm Syndication, Programm Sharing oder wie auch immer. Ich glaube, das geht. Also ein proprietäres Audio-TikTok. Wie nennen wir das Ding in einem Brainstorm? Taudio oder irgendwas mit K. K ist immer gut. In dem Sinne. Ich glaube, das ist, was damit zu tun hat, dass wir wollen in 15 Sekunden in der Lage sein, lachen zu können. Also es muss was mit Lachen anstoßen, den Tag gut beginnen. Es muss 7:06 Uhr, ja, 15 Sekunden der Lache des Tages. So was muss das sein. Stimmt, das ist eine hervorragende Idee. Das stimuliert mich über das Wochenende und darüber hinaus. In diesem Sinne, euch allen ein schönes Wochenende, gute Geschäfte und bis zum nächsten Mal. Fein, danke.